Wunderschönen guten Morgen miteinander. Frühstück wird jetzt erstmal genossen. Ihr wollt unbedingt wieder mehr Vlogs von mir. Ihr wollt mehr Vlogs. Wie sieht denn so ein Vlog von mir aus? Ich hole die Kamera raus und zeige euch so, wie mein Leben aussieht. Gut. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie dieser Montag aussieht. Der Tag beginnt für mich jetzt erstmal mit dem Wegräumen der ganzen Kartons vom Auspacken vom Wochenende, weil ich da einfach gar keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, die schaffe ich jetzt alle weg sozusagen und dann geht es hier weiter, denn ich muss neue Pakete in der Packstation abholen. Wir haben es geschafft, hier wirklich einiges auszupacken am Wochenende. Das ist sehr nice. Zum Beispiel hier diese Klappkisten bekommen, da kann ich nämlich wieder ganz viel Kram reinpacken. Aber gut, die Blumenerde wird bald noch abgeholt. Ist hier so Stacheldraht, also Zeug, das dauert halt ein paar Tage, dann kommt es aber auch weg, dann nimmt mir das jemand ab. Bin ich immer ganz froh drüber. Auf jeden Fall krank, wie viel Bier hier dabei war. Tomaten holt der Sergeant jetzt die Tage ab. 3 Bierfässer, die habe ich jetzt noch. Das sind jetzt sozusagen die Reste. Das ist alles noch nicht ausgepackt. Naja gut, dann gucken wir mal, was heute alles noch dazu kommt. Und ich muss ganz dringend in den Tierladen Mäuse kaufen, weil ich die Schlangen füttern muss. Und meine Mission des heutigen Tages ist, diese ganzen Pakete hier auszupacken. Das ist alles Fanpost und ihr wartet ja schon teilweise hier seit, naja, etwas längerer Zeit, dass ich die auspacke. Und deswegen werde ich jetzt erstmal Pakete abholen und dann hier alles auspacken. Das Geile an der Zeit jetzt hier nachmittags ist immer, dass niemand von meinen Nachbarn da ist, weil die alle auf Arbeit sind und ich kann hier so laut machen, wie ich will. Ich würde mir das so sehr abends und nachts wünschen. Der ewige Kreislauf. Wenigstens sind die Container heute mal nicht schon voll, wenn ich hier auflaufe, Alter. Ich hasse Papa. Schaut mal, wer sich auf dem Weg zur Packstation hier einfach auf meine Tüten verirrt hat. Eine Honigbiene. Kann ich nur sagen, schickt mir Honig. Geiles Ding. Jetzt gönne ich mir erstmal feste Nahrung hier, was Feines von Subway. Ich werde wirklich in letzter Zeit öfter von euch gefragt, manchmal per Kommentar, manchmal per PN, was meine Tipps sind gegen Depression, gegen Traurigkeit, schlechte Laune etc. Und da frage ich mich so ehrlich gesagt, warum fragt man das denn bitte mich? Mache ich denn nach außen den Eindruck, dass ich immer gut gelaunt bin? Falls ja, ist das selbstverständlich nicht der Fall. Übrigens guckt mich der Hausmeister gerade seltsam an. Der verteilt gerade neues Saatgut. Und der Mann ist kahlköpfig. Im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, mindestens 1, 2, 3 Erlebnisse am Tag zu haben, die einem wirklich gute Laune geben bzw. irgendwie glücklich machen. Das heißt, entweder macht man eine andere Person, der man nahe steht, einfach glücklich. Das ist wirklich manchmal wichtiger, als man denkt. Oder man macht einfach Sachen, die einem im Leben weiterbringen. Irgendwie weiterbilden, irgendwie hier oder da oder was auch immer. Bei irgendwas im Leben einfach einen Schritt weiterkommen oder auch 2 Schritte. Das kann manchmal sehr befriedigend sein. Was auch glücklich macht, ist zum Beispiel Essen. Das ist viel, viel besser, als sich zum Beispiel irgendwelche Klamotten zu bestellen oder irgendwelchen Scheiß, den man gar nicht braucht. Momentan, vor allem wenn man Langeweile hat, ob man jetzt arbeitslos ist, ob man nach dem Feierabend nie weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, ist alles scheißegal. Man bestellt sich aus Langeweile Klamotten oder Technik oder irgendeinen Scheiß, weil man so dieses Gefühl hat, also durch den Erwerb, durch den Kauf, das befriedigt einen halt zu kurz. Wenn es dann aber ankommt, ist das ganz anders. Da habe ich wirklich einen ganz guten Tipp. Wenn du dich darin siehst, in der Beschreibung, die ich gerade hier gegeben habe, hau den Scheiß in den Warenkorb, so viel du willst. Alles scheißegal, aber drück nicht auf Bestellen. Und dann wartest du mindestens so 5, 6 Stunden, guckst du diesen Warenkorb immer noch an. Und wenn das dann wirklich immer noch das Verlangen so groß ist, das wirklich zu kaufen, okay, dann lass das Ganze noch mal in der Nacht in dem scheiß Warenkorb und dann guckst du dir am nächsten Mittag noch mal an. Und wenn du das dann immer noch wirklich haben willst, erst dann bestellst. Glaub mir eins, dieser halbe Tag oder diese anderthalb Tage Verzögerung, die bringen dich nicht um. Du brauchst diese ganze Scheiße nicht morgen in deinem Briefkasten. Ganz im Gegenteil, du brauchst den ganzen Mist gar nicht. So mal ein paar ganz simple Sachen. Junge, mein Herz. Alter, diese miesen Hausmeister. Das waren ein paar ganz einfache Sachen, die ich mal sagen wollte. Ich will jetzt auch hier nicht zu tief reingehen in die Materie. Ihr habt gefragt, ich habe geantwortet. Mahlzeit. Ja.
Ohne Witz, ohne die Musik würde ich das hier alles gar nicht aushalten. Mental. And get no! ganz ruhig. Ja, der Energy kickt. Okay, an dieser Stelle muss ich auch was gestehen. Ich habe mein Bestellverhalten ebenfalls nicht im Griff. Der Unterschied ist nur, dass ich Apfelessig an die Packstation des Schenders bestelle. Und das macht mich halt wirklich glücklich. Es ist zugestellt. Ah! Wirklich, das. Ich kann euch nur den Tipp geben. Holt euch eine 25 Euro Amazon Geschenkkarte irgendwo in der Tanke oder im Lidl oder was auch immer. Und dann wird halt nicht jeder Betrag, wenn ihr irgendwas für ein paar Cent kauft, von eurem Konto abgebucht. Und dann könnt ihr bei Amazon monatelang Billigzeug, also wenn ihr Amazon Prime habt, also Billigzeug zwischen 11, 25 Cent, wie auch immer, oder ein Euro, auf die Packstation des Schenders bestellen. Ihr könntet man jeden Tag eine Dose Tomaten, jeden Tag eine Packung Kekse oder so bestellen. Ganz wichtig ist, dass ihr das in zeitlichen Abständen bestellt, damit die Sachen einzeln verschickt werden. Und das mache ich jetzt schon seit 10 Tagen ungefähr. Jeden Tag bestelle ich dem Schender ein Produkt von jedem Tag oder irgendwelche anderen Unterlegscheiben, Essigschrauben oder so. Und das macht mich so glücklich. Und das kostet doch nicht so viel. Also das sind im Monat so, wenn man jetzt nie unbedingt die teuren Sachen kauft, die sich eher so über dem Euro bewegen, so 10, 15 Euro. Und ich verspreche euch, es lohnt sich. Ach so, und ja, ich weiß, dass ich eine Vollmeise habe. Das braucht ihr mir nicht sagen. Oh, Junge, Alter. Das ist um einiges mächtiger, als ich dachte. Da muss ich ja gleich zwei Fahrten. Oh, nee. Da muss ich direkt zwei Fahrten machen. Weil in der anderen Parkstation sind 6 Pakete. Ja, ja, logisch, Alter. Bitte im Video auspacken. Oh, hier. Was ist denn das jetzt? Das sind ja so die Sachen, die ihr meistens gar nicht so explizit mitbekommt. Ich bin halt mit dem Fahrrad und ich muss dazu nichts sagen. Ich will es einfach nur zeigen. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Das ist immer noch der verfickt nochmal geilste Job der Welt. Steht jetzt auch, warum ich so alte Klamotten anhabe und aussehe wie der letzte Penner und völlig verwahrlost bin, weil ich eh nach dieser ganzen Abholaktion nochmal duschen gehen muss. Ich schwitze einfach alles voll. Achso, die Musik, die passt sich meiner Stimmung immer an. Das ist Arbeitsschweiß, Alter! Versteht ihr das? Das kennen ja keiner, Alter! Das kennt ihr ja, weil ich Pappnasen, du, Alter! Hier! Dafür habe ich erstmal im Schender noch eine Flasche Essig auf die Packstation bestellt. Bin ich direkt wieder gut gelaunt. Noch ist Platz. Oh, das werden wir heute schon noch voll bekommen, das Ding. Ich weiß gerade nicht, wie ich das sagen soll. So, maximale Kapazität ist erreicht. Und danach haben wir noch 37 Sendungen. Und das sind alles richtige Pakete und keine Briefe, weil ich habe jetzt schon die ganzen Briefe schon rausgeholt. Oh mein Gott. Die Zahl stimmt übrigens gar nicht. 52 oder was da stand, ist ja viel mehr. Es gibt nie genug Pakete. So sieht das Futter für die Schlangen übrigens aus, für die, die es noch nie gesehen haben. Und weiter geht's mit dem Wahnsinn.
Achso, das war übrigens kein Witz in der KW. Also mal gucken, was draus wird. So, habe jetzt noch Mittagspause gemacht zwischendurch und eingekauft. Morgen geht's zelten. 29 Sendungen sind noch drin. Machen wir mal weiter. Sergeant hat eine Hilfe noch angeboten für später. Der Tintling auch. Junge, ich habe das in die Gruppe geschrieben, die haben sich alle eingeschissen. So, jetzt gibt's Mamam. Übrigens, das hier unten ist kein Schimmel. Wenn das so weiß ist, dann ist das das Fett, was einfach hart geworden ist, weil es kalt geworden ist. Ich mache das einmal in der Woche sauber. Ich benutze diesen Grill wirklich dreimal die Woche. Und wenn man das jedes Mal sauber machen muss, ey, dann macht das keinen Spaß mehr. Das ist ja kein Schimmel, Junge, Alter. Das wäre ja absolut widerlich. So, das sind übrigens Rinder-Cevape oder Cevapcici, wie man sie nennen möchte. Die werden jetzt einfach so gefressen hier mit dieser lieblos beschmierten Schnitte. Das ist irgendwie so ein abgefuckter Aufstrich mit Chili und Tomaten. Keine Zeit hier, aufwendiger zu kochen, aber muss man ja auch gar nicht. Es schmeckt ja einfach. Oh nein! Es schmeckt. So, die Soße kann ich übrigens empfehlen. Made for Meat, die gab es im Lidl. Kostete, glaube ich, 1,79 oder so, nur obwohl das ziemlich teuer aussieht. Sehr, 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 sehr schmackhaft. Okay. Willkommen zu Papa! Oh, yeah, 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 yeah. Geil, geil, geil. Das erinnert mich zwar ein bisschen dran an so ein Gangbang, wenn die all die ihre Tage hat. Aber es wird schmecken. Das steht schon mal fest. Und wenn ich dann gegessen habe, wirst du auch der Sergeant langsam eintreffen. Dieser gottverdammte Ehrenmann hilft mir dann mit dem Rest. Es sind, glaube ich, jetzt 18 Pakete drin. Und da ich jetzt die ganzen kleinen Pakete rausgeholt habe, weil ich so mittlerweile sehen kann, was große Fächer sind und was kleine Fächer sind, bin ich mir sicher, dass da noch richtig fette Dinger dabei sind. Heute waren die meisten relativ klein, bis auf die beiden großen in der 184. Alter. Das Epos geht weiter. Dieser wunderbare Mann, also was von ihm noch übrig ist, das hat sich jetzt hier auch noch blicken lassen. Wie war die Fun-Tour? Oh, das klingt gut. Ja, das klingt gut. Das ist auf jeden Fall eine Salami. 18 Sendungen haben wir noch. Ja, geht auch gut los, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, wie ich sie hier bis. Jetzt verliere ich meinen Verstand. Das wollen wir verhindern. Ich möchte dich anfassen. Ich möchte dich berühren. Hast du das jetzt abgeklärt, dass du das darfst? Henry. Naja, läuft doch gut. Wie ihr sehen könnt, ist die Nachfrage an Tomaten und Tomatenmark bezüglich dieses Mannes sehr hoch. Bitte schickt mehr davon. Wahnsinnig. Wie bitte? Ob du wahnsinnig bist. Allerdings. Der Wahnsinn kickt. Ach, cool. Das ist zu schmecken. Ja, fertig auf jeden Fall. Ich wollte schon so einen Tag reichen. Schickt mehr Zeug davon. Bitte nicht an mich. An diesen guten Mann. Da, der hinter der Kamera. Der hat's verdient. So, wer jetzt denkt, ich bin für heute fertig, weit gefehlt. Wir haben noch insgesamt 6 Pakete in 6 verschiedenen Packstationen. Ja, wenn die eigene immer voll ist, dann... Naja. Zuerst 9:45. Haben wir noch Zeit? Ich kann dieses dämliche Video einfach nicht runterladen. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls gucken wir uns das mal an. Wer jetzt genau hingeschaut hat, ich habe meinen Handybildschirm gerade abgefilmt mit der Kamera in diesem Vlog. Da hat man ja gesehen, dass eine Packstation in Leipzig ist. Warum schickt jemand mir Pakete an eine Packstation? An eine Packstation in Leipzig. Braucht ihr euch dann auch nicht wundern, dass ich die nie abholen kann, beziehungsweise die zurückgeschickt werden?
Jedenfalls hat dieser miese Bastard hier, ihr kennt den ja alle, das Paket für mich abgeholt. Das ist sehr nett. Und schauen wir mal zusammen rein. Das ist alles irrelevant, dieses miese Drecksgeschwätz. Auf und guck mal, was da Schönes drin ist. Und zwar haben wir hier ein Tafelessig. Äußerst originell, hatten wir noch nie. 1 Liter. Und mit einer schönen Nachricht dazu. Glückwunsch. Von Martin Dahms. Glückwunsch. Hiermit wurde Ihre erste Abo-Bestellung bei Amazon jeden Tag abgeschlossen. Viel Vergnügen mit der aller zweiwöchigen Post. Hoffentlich erhalten Sie bei allen Paketen diesen Text von Michael Schumachers Krankenbett. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und weiter geht's. Ja, also danke erstmal fürs Abholen, Käfer. Und dieser Mann bekommt jetzt alle 2 Wochen eine Flasche Essig nach Leipzig. Jetzt verstehe ich, das ist eine Schnitzeljagd. Jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Aber die Reise geht weiter. Der dritte Teil. Nee, ist nur Farbe, Junge. Übrigens, Fun Fact, in diesem Edeka hier habe ich meine Ausbildung gemacht damals. So sieht man sich wieder. Aber hier hatte ich wenigstens pünktlich Feierabend und nicht solche Rückenschmerzen wie heute. Junge, Junge. Und der letzte Teil, dann haben wir hier. Jawoll. Besuch im Masthof zum Abschluss dieses wunderschönen Packstationsabenteuers darf natürlich nicht fehlen. So, und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was hier drin ist in diesen 1, 2, 3, 4, 5 Briefen. Und nicht wundern, dass ich Kopfhörer auf habe. Ich höre hier die ganze Zeit Wahlgesänge, weil ich anderweitig sonst komplett den Verstand verlieren würde. Okay. Ich habe doch jetzt nicht wirklich geglaubt, dass das irgendwie so eine Art Puzzle ist. Und das Ganze würde dann irgendwie was ergeben. Aber es sieht eher so aus, als wäre das ja, naja, der blanke Hohn, der mir hier gesendet wurde. 5-mal derselbe Zettel. Anscheinend dachte der Mann, die meisten werden mich nicht erreichen. Ich trage einfach mal vor. Guten Tag, Herr Rattenberg. Bereits Anfang Februar schenkte ich Ihnen eine Fanpost, die aufgrund ihrer enormen Qualität und ihres maximalen zeitlichen Aufwandes der Premium-Klasse zugehörig ist. Das ist nicht das, was man sich als treuer Zuschauer erhofft, der Geld und Mühe investiert, um Ihnen Inhalte für die Internetkarriere in den Arsch zu blasen. Hä, was? Auf die Erinnerungen und die erste schriftliche Mahnung reagierten Sie nicht fristgerecht, deshalb betragen die Mahngebühren nun 4 Produkte von jedem Tag oder ein Banner aus dem alkoholfreien Kisten. Sollten Sie dieses Schreiben erneut ignorieren, wird Herr Steinhövel in meinem Auftrag bald gegen Sie klagen und der Drachenlord als Kopfgeldjäger vorbeikommen. Damit du dich nicht rausreden kannst oder die Schuld auf die Post oder DHL schiebst, habe ich von diesem Schreiben 13 identische Exemplare von verschiedenen Briefkästen aus verschickt. Der enthaltene Papierkram wurde beigefügt, damit ich beim aktuellen Geiz der BZGA wieder mal einen Grund habe, bei Ihnen eine Lieferung abzuholen und nach gutem alten Mafia-Stil etwas Druck auszuüben. Falls Sie auf dieses Schreiben noch nicht reagieren sollten, beste Grüße aus der Bundesprüfstelle für Veruntreuung von Fanpost. Ich weiß, von wem das ist.
Also nicht, weil der Name hier steht, aber es gibt nur einen abgefuckten Bastard. Wo ist jetzt dieses gottverdammte Paket? Kruzifix noch eins. Das kann doch jetzt hier nicht... Ich habe es jedenfalls gefunden und dieses Paket wird zeitnah geöffnet.